So, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22 auf der nordfriesischen Marsch bei den Defarmers. Ja, wir sind wieder, hoppsa, wir sind wieder im Multiplayer unterwegs. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, was haben wir gemacht? Es ist inzwischen hell geworden. Wir haben hier einen kleinen, ja, Treibstofftank uns hier mal hingestellt und dort hinten in der Ecke gibt es nochmal was. Oh, wir sprinten da mal ganz kurz hin. Ist noch früher morgen, kurz vor 6. Was gibt es besser, als da einen Frühsport zu machen? Einmal rüber joggen. Und zwar haben wir uns hier eine Werkstatt geleistet mit Wartung. Und deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen Diesel holen. Ich meine, es würde jemand geben, der hier Diesel verkauft. Nur ist der, glaube ich, erst wieder am Sonntag am Start. Deshalb würde ich jetzt erstmal parallel mal ein bisschen Diesel holen. Und das ein bisschen auffüllen. Schaut mal, hier haben wir angefangen, Weizen abzuernten. Hier mit unserem Fan, da sind wir dran. Und ja, wir haben unseren Cosplay laufen. Und zwar hier, der mulcht derzeit. Das lassen wir einfach mal machen. Ja, dafür haben wir eine Helfermöglichkeit. Und wir holen jetzt mit unserem Trecker hier in der Innenansicht, gehen wir ein bisschen Diesel holen. Wie gesagt, wir machen immer wieder auch mal ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen langweilig, wenn man Schuhe immer nur ernten und Feldarbeiten machen. Wir machen auch andere Dinge zwischendurch. Ja, das haben wir jetzt wie gesagt gemacht. Haben wir uns gekauft. Ups. Ich wollte gerade ganz kurz mal abhaken, was wir gemacht haben. Grassachen brauchen wir noch, Steinesammler. Wir haben jetzt dieses Ding gekauft. Grastechnik brauchen wir noch und irgendeinen Sammelwagen, entweder für Stroh oder einen Ballenwagen. Jetzt haben wir 102.000. Es ist jetzt nicht mehr so die Welt. Wir haben, ja, die Werkstatt hat uns jetzt mal geschwind 135.000 gekostet. Ja, ist kein Pappenstiel, aber wir brauchen die Wartung für das ein oder andere Produktion, die wir hier dann später auch am Start haben werden. Deswegen wollen wir das im Vorfeld schon mal produzieren und schon mal ein bisschen anstarten. Und das kann man immer brauchen, dass wir hier schon mal Wartungspunkte bekommen. Wir müssen noch nicht viel generieren, aber wir sollten hier jetzt langsam schon mal anfangen. Strom machen wir ja schon. Könnten wir momentan noch verkaufen. Wir sind da auch voll. Ich habe mir das vorher mal angeguckt. Jo, da können wir auch schon ein bisschen abschöpfen, beziehungsweise ich habe es jetzt auch schon mal auf Verteilen gestellt. Ich möchte mal gucken, was dabei rumkommt. Ich habe noch keine Ahnung, was das so ergeben könnte. Wir würden jetzt sagen, jetzt packen wir erstmal hier ein bisschen. Wir tanken mal auf. Oder nicht? Ich sehe gerade, es müsste doch funktionieren, dass wir hier ein bisschen Diesel reinkriegen. Ja, und zwar schaut mal hier. Wir haben hier einmal die Kalkproduktion, da brauchen wir es nicht. Ja, wir haben hier die elektrische Ladung. Die können wir hier ein bisschen rausnehmen und da brauchen wir die eingehenden Güter, die Wartung dafür. Das ist schon mal das eine. Und ja, das würde ich jetzt einfach mal ein bisschen machen. Ich habe jetzt hier mal das so eingesetzt, dass die verteilt wird. Ich frage mich jetzt gerade nur, in was wird, wie wird das hier, können wir das hier. Wenn ich das aktiviere, müsste doch elektrische Ladung hier reingehen. Und man kann zusätzlich durch Kleidung, Schuhe, Bretter, das haben wir alles nicht, kann man hier Wartung erstellen. Was wir brauchen, ist den Diesel, den holen wir uns gerade. Wir können eh ein bisschen brauchen, wenn wir auch auf Lager ein bisschen was haben wollen müssen. Ich würde jetzt auch nicht mal so viel, ich würde jetzt mal so 30% vielleicht einmal einladen. 30, 40%. Und den Rest, den holen wir uns dann bei unserem Kollegen. Weil der wieder am Start ist, machen wir da eine schöne Bestellung und bestellen es bei ihm. Ja, ich würde mal sagen, ja, 5000 Liter nehmen wir uns jetzt mal. Das sollte erstmal genügen für den Start. Kostet ja doch auch ein bisschen Kohle. Lasst mich gleich mal noch mal gucken. Was gibt's denn hier?
Angebot. Multipack, was tut der? Transport von Ballen, 27.000, ja. Sagt, wir brauchen eine Grastechnik. Da kommen wir nicht drum rum. Mähtechnik, Ladewagen, Ballenpressen sind, ja. Kostet die 110.000, ist jetzt nicht gar so günstig. Ja, ich würde vielleicht doch erstmal mit dem Ladewagen anstarten. Dann doch erstmal mit einem kleinen Ladewagen. 46.000. Wie gesagt, wir brauchen auch Mähtechnik. Und dann, was haben wir denn nochmal? Ein Mulcher. Bahnentechnik haben wir. Das heißt, wir brauchen ein Mähgedöns. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade geschenkt. 13,5. Ist der? 10 und 3. 3 und 10. Was hat der Vicon, was der andere nicht hat? 55, das sind 76.000. Na gut, da kannst du die beiden nehmen, ne? Was hat der dann da vorne? Ah, das ist das Design, ne? Einmal. Was bedeutet da der Unterschied? Vario BX. Was kann der zusätzlich? Kann der dann Bahnen legen? Ja, kommt mir eben jetzt erstmal. So, und dann brauchen wir noch einen Ladewagen. 46.000, das heißt, wir sollten ein bisschen Weizen verkaufen, dann können wir uns ein bisschen was. Dazu, das heißt, wir brauchen schon ein bisschen Geld. Wir können schon mal anfangen, aber einen Ladewagen können wir uns jetzt noch nicht leisten. Da müssen wir einfach noch mal ein bisschen abwarten. Wir haben ja auch eine Weizenernte. Wenn wir die ein bisschen verkaufen, dann sollte es uns einen Ladewagen reichen. Wir jetzt erstmal einen kleinen. Schwader haben wir ja recht günstig gekriegt. Da müssten wir da erstmal Gras und so machen können, damit wir das in den Fermenter kippen, um Silage zu kriegen. Da können wir Silage mal ein bisschen verkaufen anfangs. Ich denke mal, das ist ein Plan, ne? Liter hier reinpacken und der Rest tun wir dahinter rein.
Müssen wir den kurz durchspülen, damit wir das Wasser wieder reinladen können. Das kommt sonst vielleicht nicht so gesund. Rein damit. Läuft das denn jetzt? Elektrische Ladung. Verkaufen, verteilen. Lass uns das eine mal direkt verkaufen. Naja. 349 ist jetzt nicht die Welt, was man dafür bekommt, ne? Das müsste doch dann eigentlich funktionieren, oder? Sehe ich das irgendwie verkehrt? Da müsst ihr doch jetzt davon ein bisschen kriegen. Müssen wir uns ab und zu mal ein bisschen angucken, ob da tatsächlich was übermittelt wird. Will ich noch mal ganz kurz das hier abstellen. Meine Gerätschaften am Shop holen, das wir uns gerade gekauft haben. Ah, hier sollte man eigentlich nicht mehr drüber fahren. Ich habe mir alles angewöhnt von früheren Zeiten. Da war ich auf der rechten Seite. War immer ein schöner Durchgang, habe ich mir einen Durchgang gebastelt. Da konnte ich dann immer schön drüber düsen. So, lasst uns Birnen sparen, indem wir das Licht ein bisschen ausschalten. Gemulcht haben, dann würde ich da vielleicht unseren Pflug, unseren Grubber da, der Pflug ein bisschen drüber fliegen lassen. Den Tiefenlockerer. Vielleicht kriegt man dann da die Steine raus. Ich weiß es nicht. Man müsste es nicht machen, aber ich habe jetzt keine Steine gesehen. Und wir sollten Steine haben, um Kalk zu machen. Deswegen würde ich da schon ganz gerne ein paar Steine rausholen. Oder kann ich da Steine nachkaufen in der Produktion? Moment, das muss ich jetzt mal kurz schauen. Ich fahre mich mal ganz kurz in die Seite. Ich muss das mir mal angucken. Manchmal kann man das ja direkt nachkaufen. Zukaufen, ja. Ja, man muss das doch so, dann haben wir doch auch Kalk. Ha, bin ich da nicht gleich drauf gekommen, dann können wir uns das mit den Steinen nämlich sparen. Dann können wir das auslassen, dann gehen wir direkt ans Kalken über. Ja, wie war das mit dem Kalk? Das heißt, wir brauchen auch Kalk. Seh uns schon bei der Bank vorbeischauen, die erst Schulden aufzunehmen. Heieiei, eigentlich wollte ich ohne durchkommen. Aber ohne Invest kann man natürlich auch nichts gewinnen. Und wir haben ja noch mindestens zwei Felder zu ernten. Einmal das Weizen, das Tritikal haben wir zu ernten. Und wir haben noch den, die Wiese. So, dann haben wir hier mal unsere
Straßentechnik abholen. Gut, mal, wenn wir ehrlich 70.000 ausgegeben hätten, kann der bestimmt es in Bahnen legen. Ich glaube, das ist so ein Teil. Aber da wir einen Schwader haben, machen wir das jetzt erstmal ohne. Die müssten wir doch auch hintereinander stecken können, oder? Geht das jetzt bei denen hier nicht? Na, wenn nicht, dann nicht. Wir probieren das nachher mal. Machen wir es erstmal so. Bringen das nach Hause. Ich finde, das ist auch ein Bildchen wert, oder? Moment, ihr kennt die Prozedur. Einmal Bildchen aus. Einmal einen wunderschönen Screenshot. Und. Da können wir da weiter düsen. Ja. Nicht in den Graben fahren. Und manchmal nicht so. Ich eier hier rum, ist ja nicht normal. Und lasst uns innen fahren. Ich glaube, das ist unheimlich schwierig da. Oh, das rodelt irgendwie da vorne. Ja, guck mal, er zeigt sogar richtig an. 61, 62 der Tacho-Anzeige. Seht ihr das? Ja, das ist richtig animiert. Sehr schön. Erstmal fahren wir zum richtigen Eingang rein. Und da bei der Einfahrt auf der linken Seite, das ist das Grasfeld. Hier links. Ist auch nicht so klein. Ich einfach mal sagen, wir lassen den jetzt einfach mal so stehen, wie wir ihn hier haben. Testen wir das mal. Nee, muss mal kurz mal. Stellen wir mal kurz ab und dann gucke ich mal. Das müsste eigentlich schon klappen, dass wir das hintereinander aufstellen. Nee, ich glaube, der hat nicht die Möglichkeit. Das müssen wir so machen. Ja gut, dann ist es eben so. Vorgewinde haben wir hier schon gemacht. Jetzt haben wir. Mal gucken, wie viel Weizen hier rumkommt. Wir sind gerade Weizenpreis. ...627 im Hafen. Gucken, was wir hier rauskriegen. Sollte uns doch der Ladewagen möglich sein, hoffe ich.
schon. Wir brauchen noch mal eine kleine Vorgewende-Runde. Zweite. Machen es ein bisschen leichter. Jetzt haben wir mehr Platz zum Wenden nachher. Meine Lieben, aber das soll es erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen, ein bisschen Einblick bekommen, wieder ein bisschen weitergekommen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Werkstatt gekauft, wir haben einen Tank gekauft, wir haben ein bisschen Diesel eingekauft, wir haben Grastechnik uns besorgt und ja, sind hier dabei, gerade das Weizen abzuernten und unser Helfer macht gerade ein bisschen Mulchen. Ja, in diesem Sinne. Hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Was steht da an? Ich hoffe, dass ein bisschen Strom in die Werkstatt reingegangen ist. Wir wollen hier voll fertig machen. Haben Tritikal noch abzuernten und natürlich hier Wiese, Gras noch zu mähen. Ja, mal gucken, zu was wir in der nächsten Folge kommen. Und ja, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr noch kein Abo habt, einfach eins da lassen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.